Guck mal hier. Alles Laptops, das ist alles voll mit Laptops. Alter, wie krass. Eine Diebesbande am Werk. Das ist alles. Alter, was ist denn? Guckt mal hier rein. Ja, wo kommen diese ganzen Reifen her? Hier ist ja auch alles voll. Felgen auch. Du liebes bisschen. Wir sind heute in einem Fleischverarbeitungsbetrieb und der ist mitten im Industriegebiet. Drumherum sind noch Firmen, die aktiv sind. Ja, leider alle Scheiben eingeschmissen wieder. Wir parken ganz frech hier. Mario ist wieder mit am Start. Man sieht schon da Kühlkammern und Häuser und denk mal, wir gehen hier direkt durch den Haupteingang. Ne? Gehen wir direkt. Ach krass, guck mal hier. Die Kabels. Alles schön leer. Ja, die Kabeljungs, die sind immer. Also gerade was so Locations angeht, ja, sind die immer sehr schnell. Also gerade was so Industrie und so angeht, sind die immer sehr, sehr schnell. Ach krass, das sind richtig große Hallen, ne? Da die Kühler, also hier müssen ja Mengen an Fleisch gelegen haben, gehangen wahrscheinlich, ne? Gibt's hier, ne, gibt's gar nicht, wahrscheinlich mit so Wagen, so auf Rollis oder so. Ja, ja, vor allem hier ist 1, 2, 3. Kühlhallen und die sind ja alle so, okay, ist ein bisschen kleiner. Überall diesen Müll abgeladen. Ein bisschen komisch. Hier auch. Überall ist immer Müll abgestellt. Wir haben Bahnhof, so eine Uhr. Finde ich voll cool. Ja. Und guck mal, da ist auch so ein Lautsprecher da oben. Ja. Ich weiß auch nicht weiter, das hier. Ich weiß nur, dass es irgendwie. Boah, die Decke. Aber schon hart am Schimmeln, ne? Puh. Ja. Was magst du, was trotzdem? So, wir sind jetzt in einem Fleischverarbeitungsbetrieb. Ja. Werden auch heute ein Mitgliedsvideo machen und über die ganzen Locations und so reden. Hey, überall dieser Müll. Guck mal hier. Alles Laptops, das ist alles voll mit Laptops. Alter, wie krass. Wie lange schafft das? Alles auseinandergelegt. Alles Diebes gut, 100%. Guck mal hier, das sind die ganzen Teile für die Monitore. Eieiei. Ja gut, da haben die schon Ruhe hier gehabt, ne? Krass. Und das, da war einer, der hat ein Video gemacht mit Diebes gut. Und das hier, das ist wirklich Diebes gut. Hier unten ist auch nochmal eine Kiste, ne? Na, hier sind, also hier einmal der Koffer. Ne, man muss das Zeug ja auch irgendwo entsorgen. Ein Koffer, da sind auch Festplatten noch drin, glaube ich. Dann hier, guck mal, mit Herzchen und so. Die sind bestimmt von Einbrüchen oder so. Ja, klar. Und dann werden die zerlegt, ne? Monitore werden verkauft. Auch alles PC. Oh, krass. Alles ist heftig. Ja, das ist krass. Und überall sind jetzt meine Fingerabdrücke drauf, wie immer. Guck mal, hier sind Preise. Kleines Fleisch, 1 Kilo 3,80 Euro oder? Na, da steht nichts. Hier ist eine große Waage.
hat man leider hier bemalt, sodass man leider nicht mehr das große Ziffernblatt sieht. Was ich sehr schade finde. Ach, dann ist das auf dem Boden hier. Darauf wurde das gewogen. Mhm. Ja. Schade, dann können wir jetzt gucken, wie schwer du bist. Das will keiner wissen. Ja. Nicht mal ich selber. Ach krass, was ist denn hier? Alter, hier ist ja wirklich irgendeine Diebesbande am Werk. Das ist alles. Alter, was ist denn? Flex. Guckt mal hier rein. Wenn die Klamotten drauf so, für Fahrrad. Ja, Laptops und hier die ganzen Preisschilder, die Getränkekisten. Ja, das wird richtig genutzt, um es dann ins Ausland zu bringen. Wahnsinn. Ja, ist also ganz schön irre, was man in manchen Lost Places findet. Und wenn es nicht so Leute geben würde wie uns, Urbexer, dann würde das auch wahrscheinlich niemand mitbekommen. Wahnsinn. Espera. Ja, es ist sowas wie eine Etikettiermaschine, glauben wir. Und wo hast du ein Datum gesehen? Da oben ist noch D-Mark. Kilo. Ja. Ja, das war. Also ist schon echt lange her, dass hier wahrscheinlich was benutzt wurde. Die konntest du einstellen, glaube ich. Ja, ja, die sind die Zahlen und die. Ja, das Standswerk, ne? Ja, genau. Ja, jetzt kommen wir hier in die Geschäftsräume, Bereiche, denke ich mal. Ach. Ui, altes Schätzchen. Ginzle? Tja, das sieht aus wie aus so einem alten Film. Kennst du Endgame? Nee, Wargame. Mhm. Diesen riesen Supercomputer. So ja, sieht das ein bisschen aus. Oh. Krass irgendwie, ne? Ja, alles so zugewuchert. Richtig alles zugewachsen wieder. War schön, mal wieder so toll. Was zu finden. Also ich muss sagen, die Location gefällt mir auch sehr eigentlich. Hm? Bin überrascht. Also wir haben eigentlich zwei echt gute Locations gehabt. Vor allem, dass wir jetzt die Sachen da drin gefunden haben, ist natürlich mega. Ist das hier eine Wohnung? Ja, also das war wirklich ein Glücksfall, weil... Ja, das sind so Wohnungen, Fenster offen, alles verschimmelt. Da auch offen, der Wintergarten, der Pizzakarton. Ja, das war bestimmt mal auch richtig cool hier. Also, ich habe mir das gar nicht so groß vorgestellt. Ich muss mal eben da rein, dieser Schwarzschimmel. Pfui. Ach du lieber Himmel. Boah, guck mal von hier. Da sind ja hunderte von Reifen. Das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob das dazu gehört, was das Nachbargrundstück ist. Nee, das gehört, glaube ich, dazu. Man kann ja von da aus darüber gehen hier. Boah. Das ist ja. Ah ja, es ist noch hier. Krass. Das ist ja mal richtig heftig. Also richtig heftig. Was ich da kenne, das ist wie die Fabrik dann da krass. Kann mir nicht vorstellen. Nee, das glaube ich auch nicht. Hier ist auf jeden Fall schon jede Menge Müll. Alter! Was ein Schätzchen! Wie geil ist die denn? So eine Kasse sieht man ja mega selten. Die ist wirklich geil. Ist cool, ne? Wow. Ja, wo kommen diese ganzen Reifen her? Hier ist ja auch alles voll. Felgen auch. Du liebes bisschen.
Da wollte sich jemand Geld sparen für die. Ja, da ist alles bei. Da ist einfach alles bei. Und ich wette, die Garage, die ist auch voll. Ja, da habe ich eben oben reingeguckt. Die ist komplett voll. Die haben einfach das vorne dahin geschmissen. Hä, da ist ein Tor zu, oder nicht? Nein, ist offen. Komplett offen. Okay. Wahnsinn. Wie das hier, ne? So ein Ding. Dieser Reifen. Das ist ein richtig teures Teil. Ist von 2016 gerade mal. Ich überleg mal, was das für eine Größe ist. Ja, heftig. Da liegen jede Menge Reifen. Wer weiß, diese Bande, ne? Ja. Das kostet ja Geld, die zu entsorgen. Mhm. Genau. Vielleicht haben die den ganzen LKW abgenommen, für Kohle kassiert und hier abgeliefert. Ja, aber guck mal, wenn du so einen Reifen siehst, ne? Ja gut, aber wenn, wenn du den zum Wertstoffhof bringst, ne? Ja. Wenn du den loswerden willst. Auch diese Autos da, ne, die zwei, also das ist auch nicht ganz koscher. Das ist von denen. Hier hinten alles ausgebaut und guck mal, das Ding ist voll mit Elektronik. Ach nee. Ah ja, okay. Ey, wie dreist muss man denn sein, dass man dann hier so... Alter. Damit kann man ja gar nicht mehr fahren. Heftig. Und so fahren die dann ins Ausland wahrscheinlich. Boah. Der ist ja dann voll. Oh Gott. Ich glaube, das ist alles geklautes Zeug. Oder diese Typen, die vorm Wertstoffhof lauern. Weißt du? Die ja schon winken. Diese Hulu, Hulu. Und was die für einen Schrott mitnehmen, ne? Die nehmen alles mit. Hier auch, alles wieder. Also unsere Vermutung ist auf jeden Fall, die haben dafür Geld genommen, diese Reifen zu entsorgen. Also da, die haben ja mit allem hier Kohle gemacht. Alter. Das ist alles voll mit Autoreifen. Guck mal, was die noch hier haben. Ja, ja, das habe ich, das hab ich eben gesehen. Seemann. Auch Autoreifen da alles. Wahnsinn, Wahnsinn. Scheiße, die zu entsorgen, sowieso Reifen. Das wird, ich weiß nicht, wie das Gebäude hier gehört, noch Stopp nach. Das wird richtig teuer. Das ist ein Axtträger vom Auto. Heftig, aber ich glaube, du hast recht, die haben das aufgegeben. Obwohl, ganz ehrlich, guck mal das hier, ne? Das ist ganz frisch hier. Sonst praktisch dreckig mit Felge. Du hast nie Reifen mit Felge. Welche doch, da hinten sind welche. Echt mit Felge? Ja, ganz viele. Die sind von 2013. Ja, hart, ey. Hammer.